Schiff habt ihr gefunden? Geht es Berg gut? Du hast ihm heute echt gut zugesetzt. Mach dir nur keine Sorgen. Coles Koordinaten werden uns schon zum richtigen Ort führen. Hoffentlich überzeugt die Flotte Berg. Das war's dann also. Wir sehen uns, wenn das alles vorbei ist. Ich werde mit der Eclipse über Hosnian in Prime erscheinen. Stell dir den Anblick nur vor. Ich freue mich schon. Und pass auf Kane auf. Und du auf dich. Du schleichst dich einfach so weg? Sonst wirft man euch noch vor, mich laufen gelassen zu haben, wo ich doch so ein übler Verbrecher bin. Tut mir leid. Ich weiß, es ist ungerecht. Was hast du jetzt vor? Mir einen neuen Platz suchen. Ich finde hoffentlich was. Schade. Ich schwör's dir, ich wusste nichts davon. Also, dann leb wohl. Falls du Hilfe brauchst, du wirst mich schon irgendwie finden. Möge die Macht mit dir sein. Möge die Macht mich in Ruhe lassen. Cole, können wir noch reden? Tick und ich brechen bald auf. Zu Eclipse. Dem Schiff? Es existiert noch? Du bist der einzig Vernünftige hier. Die Eclipse muss zerstört werden. Wenn du meinst. Tick soll sie den Widerstand bringen. Das geht mich nichts an. Denk darüber nach. Die Eclipse kann Planeten verwüsten. Sie ist gefährlich. Auch in den Händen des Widerstands. Ich hab genug vom Krieg. Er wird dennoch kommen. Nicht dahin, wo ich hin will. Ich werde Tech nicht überzeugen können. Aber die Eclipse werde ich zerstören. So oder so. Bereit? Leo hat einen alten Frachter ergattert. Wir können mit unserem weitermachen. Wir werden schnell am Ziel sein. Ja, wunderbar. Wenn es die Eclipse wirklich gibt. Sie gibt es wirklich. Daran zweifle ich nicht. Dann haben wir so dahin geredet. Dann los. Wartet, Tech, warte. Cole, was machst du denn hier? Ich hab's mir überlegt. Ich will die Zeit, die mir noch bleibt, nicht allein verbringen. Gute Entscheidung. Wir wollten gerade los. Das kann ich nicht so leichtfertig hinnehmen. Sie schlagen mich nieder und entführen mich. Es ist wichtiger als ihr Stolz. Leo, wir sind da. Wenn Sie meinen, mich überzeugen zu können. Nehmen Sie Kontakt mit dem Senat auf. Berichten Sie, was Sie hier gesehen haben. Und stoppen Sie alle Verschrottungen alter Schiffe. Suchen Sie alles zusammen, was geht, und geben Sie dem Widerstand die Flotte, die wir brauchen. Hier spricht Admiral Armitage Hux von der Ersten Ordnung. Identifizieren Sie sich. Ich bin Senator Leonatas. Ich spreche für die Neue Republik. Sie haben uns also gefunden. Dann ist es jetzt wohl soweit. Die Republik hat Sie also geschickt. Ja, was haben Sie jetzt mit uns vor? Ich fordere Sie auf zu verschwinden. Gehen Sie zurück zur Republik. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Der Bürgerkrieg hat gerade erst aufgehört. Ich hoffe, Sie wollen ebenso wenig wie wir einen neuen Anfang. Dass ich Sie gehen lasse, soll als Basis für friedliche Verhandlungen dienen. Eine Sache noch. Sie sollen jegliche terroristische Aktivitäten einstellen. Erzählen Sie mir nichts von Terrorismus. Drehen Sie um, bevor wir Sie doch noch abschießen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wie geht's? Sie ist echt mitgenommen aus. Ich werde wohl nie drüber hinwegkommen. Ich habe an sich alles verloren. Ja, verstehe. Tust du nicht. Tut mir trotzdem leid. Seit all der Zeit vergeht dennoch kein Tag,
ohne dass ich an jeden denken muss, den ich verloren habe. Krieg ist... Er ist hoffentlich bald vorbei. Er war es. Für eine kurze Zeit. Jetzt fängt er wieder an. Und sofort. Es ist alles hinüber. Wir werden ihn beenden, bevor er richtig losgeht. Mit einer Superwaffe. Was anderes wollte das Imperium damals auch nicht erreichen. Cole, wir haben doch nicht vor... Wir wären da. Sehr gut, bin schon gespannt. Was zeigen die Scanner? Nichts. Keine Anzeichen für ein Schiff in der Nähe. Keine? Sind wir falsch? Ich schwöre, es gibt dieses Schiff. Das will ich hoffen. Vielleicht hat die Eclipse eine Art Tarnkappe. Siehst du sie? Ist sie da draußen? Das beunruhigt mich. Was ist, Cole? Die Sterne. Sie sind weg. Die Sterne sind weg. Alles schwarz.